Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütete, stieß der Hellwalker auf den Armseligen, der ungenannt bleibt, in seiner Ketzerei aber an seinem bösen Ziel festhielt. Er gab dem Schicksalsschlechter eine mächtige Rüstung aus den Feuern der Hölle, undurchdringlich und unüberwindbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran, all jene zu vertreiben, die noch nicht durch seine raumlose Wildheit gebrochen waren.